So. Oh Gott, der Gesichtsausdruck. Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einem weiteren Twitch-Stream mit Jana Redflower und einem unsichtbaren Moderator, der ist nur für mich sichtbar. Hallo. Und wir basteln heute live vor der Kamera einen Teil der Weihnachtskarten. Das wird ein bisschen experimentell, weil wir vorhaben, Pop-Up-Karten zu machen. Und wenn ihr das mitmachen wollt, dann nehmt ihr am besten etwas stabileres Papier bzw. etwas dünnere Pappe, die ihr gut schneiden könnt. Ihr benötigt diese Pappe. Am besten erstmal einen Bleistift oder Buntstifte, halt was ihr an Malmaterialien benötigt. Und ein Kleber. Ich mache das einfach mit Tesafilm. Man kann auch, glaube ich, einen Prittstift nehmen oder wie immer das Ding offiziell heißt. Also so ein Klebestift. Dann probieren wir einfach mal aus. Oh, ich demoliere heute den Tisch. Das hat geknackt. Das wird etwas sein, das nach außen hin weggeklappt wird, wenn man es so öffnet, dass es so hoch steht. Also so. Und deswegen funktioniert zum Beispiel ein Engel und ich mache da einen kleinen Weihnachtsengel rein. Den hatte ich ja schon geübt im letzten Tutorial. Und da schauen wir mal. Und der Moderator macht diesmal auch mit. Hm? Ja, ich versuche mal mein Glück. Ich reiche dir mal die Schere. Wie groß muss ich das jetzt ausschneiden? Ich habe das erstmal relativ klein gemacht. Also so. Man kann ein DIN A4 Blatt nehmen, dann halbiert man das. Das klappt man dann als Karte zusammen. Die ist dann DIN A6. Und hierfür jeweils auch die beiden Teile noch einzeln rausschneiden. Also das war einmal ein DIN A4-Blatt für die Zeichnung. Und das wird nachher klein gemacht. Das ist der Mechanismus, der in die Karte reinkommt. So. Ja, das Zeichnen ist ja erstmal das, was wir schon kennen. Der unsichtbare Moderator erschafft Kunst hinter der Kamera und reicht sie mir gleich rüber. Oh Gott. Oh Gott, der Gesichtsausdruck. Na dann. Nicht gut? Ja. Sein Sack wird nach vorne gehen. Toll. Ich mache einen Weihnachtsmann. Ein Katzenweihnachtsmann. Ja, genau. Mit großem Sack. Jo. Ich will ja auch viele Sachen verteilen. Mhm. Dann sagt der Engel zu dem Weihnachtsmann, oh, komm, gib mir was aus deinem Sack. Meinst du? Mhm. Und der sagt, was meinst du, was ich drin habe? Thank you.
So, der Engel ist ausgeschnitten. Gibst du mir die Schere? Ich muss nur gleich dann... Ja, dann kann ich ja ein bisschen was dazu erzählen. Also der muss auf jeden Fall so auf die Hälfte geknickt werden. Dann haben wir schon mal ein bisschen was Dreidimensionales. Das Ganze wird jetzt mit Arbeitsschritt 2 gleich fortgeführt. Das ist doch auch echt nur so ein kleiner Mechanismus, würde ich mal sagen. Da reicht doch eigentlich sogar so eine Hälfte. Ja, da reicht sogar so eine Hälfte. Magst du mir denn mal meine Schere geben, damit ich weitermachen kann? Dankeschön. Regenbogen-Einhornscheren sind toll. Jetzt muss man mich austesten, was am ehesten schief gehen kann. Bei diesen Karten ist, dass das dann zu weit rüber geht und dann guckt das raus. Es ist jetzt DIN A7, müsste das dann sein. Also schon ganz klein. Was wir auch nochmal halbieren. Hier ist jetzt die Falz. So. Und das musst du mit diesem Motiv drauf machen. Also was hier der Nachteil ist, es wird hier überstehen. Da muss man dann vielleicht hier nochmal so eine Kleinigkeit draufkleben. Vielleicht eine kleine Adventskerze mache ich gleich noch. Also es soll auch eigentlich nur eine Spitze rein und man sieht auch schon warum. Weil sonst müsste ich es andersrum hier in der Mitte machen, dass das, dann würde es höher gehen, aber klappt sich gleichzeitig höher raus. Also wir lernen gerade schon eine Menge, aber es funktioniert nur die Hälfte. Doppelseitiges Klebeband ist auch mein Freund. Ich glaube, ich hätte den Schnitt weiter oben machen sollen, hä? Und dann so. Das hat jetzt etwas mehr. Das geht. Geht dann? Ja, das klappt schon besser. Also wir sind der schwierigste Punkt ist der, wo wir den Schnitt ansetzen und wie wir den Schnitt ansetzen. Das müssen wir jetzt irgendwie durchprobieren rauskriegen, weil dafür verstehe ich zu wenig von diesen Mechaniken. Da muss man Erfahrungswerte sammeln. Vielleicht sollte ich den Mechanismus in Zukunft als erstes machen und dann die Karte drumrum oder sowas. Mhm. Mhm. Mir geht es übrigens überhaupt nicht. Ha. Das klappt sich keinen Millimeter. Ja, du hast es zu nah. Du hast die beiden. Nein, zu weit auseinander. Wenn man die zu weit auseinander macht, dann. Dann liegt das so flach an. Und je näher die aneinander sind, desto höher. Ist das Ganze. Also so müsste das sein.
Ja. Ja, doch. Funktioniert doch. Es wird aber auch aus der Karte rauskommen. Ja, das sind halt die ersten Geburtsstunden unserer Pop-Up-Karten. Die Frage ist, wie weit muss das da bringen? Ja, ich meine, ich bin sicher, dass ich das noch fixen kann, aber ich muss dafür die Karte nochmal zerschneiden. Also das mache ich dann aber am Wochenende, glaube ich, nochmal, oder? Ja. Nicht heute. Da experimentieren wir noch. Also ihr seht schon, der kommt ein bisschen weit rüber. Das hätte funktioniert, wenn der ziemlich weit oben gesessen hätte, ne? Das Problem habe ich jetzt gerade auch. Also das heißt, wenn man den jetzt nach oben stellen würde, dann würde der nämlich genau sich in die Karte einklappen. Also da heißt, die Schnitte sind dann hier. Und dann das Gleiche mit dem Abstand. Was ist das in etwa für ein Abstand, dass ich mal so ein Zentimeter höher? Die sind 9 cm Abstand, sind die Außenränder von diesen Kanten. Und die Schlitze sind jeweils 1 cm breit. Also, den Engel kriegen wir aber gefixt. Ne? Also, ich finde, er sieht auch nett aus. Also, das sieht schon nett aus. Es ist halt nur so, dass er zur falschen Seite sich hinklappt. Und da müssen wir dann halt gucken, das würde ich dann hier abschneiden, bemalen vielleicht. Ach, ich mach das einfach jetzt, du bist eh noch nicht so weit, ne? Nein, es klappt ja überhaupt nicht. Ich versuche jetzt hier das mit dem zusammengeklappten Teil so zu machen, dass der auf jeden Fall hier drin ist. Er kommt aus der Karte. Zeig mir mal. Jetzt wollen wir es sehen. Wir wollen sehen. Oh. Ja. Yeah. Ich sag doch, du kriegst den Mechanismus besser hin. Ich habe die Haare festgeklebt. Hilf mir. Zieh einfach. Nein. Vielleicht kann man das auch so machen, wenn man sowieso in der Mitte irgendwie eine Pappe oder sowas hat, dass man erst einen kleinen Teil nimmt, diesen Mechanismus macht, der kommt ja eh auf der Rückseite raus, das ausschneidet und dann und erst dann in die Karte. Das macht Sinn, ja. In die Karte einklebt, an die Stelle, wo es halt gerade funktioniert. Ja, würde ich mal so als Tipp geben. Die hat ein schönes Format, wird auch nochmal ein bisschen beschrieben, bearbeitet, aber also und hier drin muss auch nochmal irgendwie was passieren, finde ich. Ich habe schon mal angefangen. Hier. Yeah. Also das werden wir wohl auch, wir werden da noch ein bisschen dran sitzen, glaube ich. Ja? Du musst den immer da auf den Tisch legen. Aber der funktioniert super. Ach so. Deiner funktioniert super. Hat ein Pferd Stehohren oder? Ja, die stehen schon. Sieht aus wie, das ist was anderes geworden. Ich wünschte jetzt, ich hätte da eine Kamera oder so, könnte das reinschneiden. Also wenn du das machst, ein Pferd ist, ne? Dann? Nein, das ist kein Pferd. Ich brauche nochmal ein Radiergummi. Oh, zeigst du es mir? Nee. Och, Mono. Nein, das kommt schon noch, aber da ist eine Sache, die stimmt einfach nie. Ich denke jetzt an ganz unanständige Dinge. Nein, nein, nein. Das ist kein Pferd. Guck mal.
Es ist ein Schwein. Ja, irgendwie schon. Aber ein Schwein mit einem Pferdeschweif. Außerdem habe ich das eh sehr hochkant eingeklebt, damit das hält. Also das mit dem ganz flach einkleben, das habe ich so auch nicht hingekriegt, weil da so ein kleiner Zipfel nur hier übergestanden hat. Auf der Seite wird das umgeklappt und dann festgeklebt. Das habe ich nicht hingekriegt, handwerklich einfach. Das ist mir 5-mal ungefähr rausgerutscht. Man muss das weiter hinten reinschieben, das habe ich schon festgestellt. Weiter hinten reinschieben ist das mal. Ja, damit man hinten besser festkleben kann. Okay, du gestaltest weiter eine Weihnachtskarte. Ein bisschen, ja. So, und damit das Schnabeltier, das Wikinger-Schnabeltier und seine Kumpels auch endlich was kriegen. Ja, Karte fertig. Du hast fertig. Dann reich mir mal rüber. Jetzt bin ich gespannt. Oh, cool. Man sieht nur den Weihnachtsmann nicht. Ist es ein Biomüll-Weihnachtsmann? Ein Biomüll-Weihnachtsmann? Der kommt dann da und lässt seine Schweine los, um den Biomüll zu fressen. Halt mal so ein bisschen so. Genau, jetzt so? Kann man ihn sehen. So klappt das ein. So sieht doch ein glückliches Schnabeltier aus. Das Schnabeltier, ja. Mhm. Irgendwann müssen die ja Erfolg haben. Und Weihnachten, finde ich, ist ein guter Zeitpunkt dafür. Oh, haben sie was eingenommen? Ja, einen Tannenbaum. Auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ich meine, da bewacht wahrscheinlich auch gerade nicht so wirklich immer die Bäume. Also... Warum nicht? Ist doch realistisch, oder? Thank you.
Was? Dieses Jahr sind Flamingos in Flamingos? Also warum kein Weihnachtsschwein? Ich sag ja. Ja, ja, ich bin Trendsetter. Ja. Mhm. Flamingos in Weihnachtsbäumen. Hey. So als Kugel dann so pink und dann so den Kopf so rausgucken oder ja, wahrscheinlich. So richtig einfach Flamingos rein. Ja, statt Zuckerstangen, ich meine Zuckerstangen dann so Zuckerflamingos. Ich mein, so Zuckerstangen Flamingos mit Kugelbauch. Ansonsten haben wir endlich ein glückliches Wikinger-Schnabeltier. Nicht nächste Woche, sondern nächstes Jahr geht es dann weiter mit dem Wikinger-Schnabeltier in Mülheim, das dann andere Mülheim-Motive noch kriegt. Beim letzten Mal war eine Kamera obscura, glaube ich, war das letzte Mal, ne? Und wir haben ja noch die Schleuse, wir haben, habe ich mir notiert, Gott sei Dank, ich habe ja kein Gedächtnis. Da sind die dann noch alle, aber im Moment sind sie sehr, sehr glücklich, weil die haben nämlich einen Weihnachtsbaum geplündert. Da haben sie auch protestiert und da haben sie jetzt Schokolade bzw. Bonbons gekriegt, Schokobonbons würde ich sagen, und sind ganz glücklich. Ja, so sieht ein glückliches Schnabeltier aus. Tschüss. Tschüss.